Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, meine Pokéfreunde, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Heute geht's weiter mit Zenith der Könige. Im letzten Video gab es Karmesin Purpur, aber heute geht's weiter mit dem Sonderset. Zwei Tinboxen habe ich dabei, und zwar eine mit Galar Arctos, einem Galavados, und wir machen die beiden Boxen mal so im Vergleich gegeneinander auf. Die dritte Box gibt es am Mittwoch im Video, Galar Zapdos. Ich muss die ein bisschen splitten, damit wir mehr Videos haben. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel und freut euch trotzdem auf zwei schöne Videos. So, achso, wir können ja mal die Boxen angucken, würde ich sagen, bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Wir haben auf jeden Fall auf der einen Seite Lavados in der Galar-Form. Dann haben wir vorne das Pokémon-Trading-Card-Game-Logo. Galar Zapdos auf der anderen Seite und auf der Rückseite quasi Galar Arctos. Mein Favorit von den drei Vögeln. Könnt ihr mal schreiben, wen ihr von den drei am coolsten findet. Ich bin auf jeden Fall bei Galar Arctos an der Stelle. Legendäre Pokémon aus der Galar-Region sind im Ansturm. Drei furchterregende legendäre Pokémon sind aus der Galar-Region angekommen. Durch ihren jeweils einzigartigen Typ und ihre Kräfte sind sie eine energiegeladene Macht. Nimm diese Power in deine Pokémon-Sammelkartenspielsammlung auf und überzeuge dich selbst. Entscheidest du dich für die gefrierenden Gefühlskälte von Galar Arctos, den fortlaufenden Eifer von Galar Zapdos oder die brutale Bosheit von Galar Lavados? Unabhängig von deiner Wahl findest du außerdem vier Booster-Packs aus der besonderen Pokémon-Sammelkartenspielerweiterung Zenith der Könige und eine Codekarte fürs Pokémon-Sammelkartenspiel live. Genau, das haben wir in der Box drin. Ich denke, ihr kennt die Boxen auch schon. Die Promos sind auf jeden Fall mega nice, finde ich persönlich. Die hole ich euch mal raus. So, da haben wir die beiden Promos. Wir haben einmal Galar Lavados mit boshafter Ansturm und brennender Zorn. Bei boshafter Ansturm kann man Folgendes machen. Wenn du diese Karte, dieses Pokémon von während eines Zuges aus deiner Hand auf die Bank spielst, kannst du bis zu zwei Unlicht-Energiekarten aus der Hand an dieses Pokémon anlegen. Nice Fähigkeit auf jeden Fall, um sich Battle-Ready zu machen. Beim zweiten im Bunde bei Galar Arctos haben wir gefühlskalter Ansturm. Wenn du diese Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf die Bank spielst, kannst du zwei Psycho-Energiekarten aus deiner Hand an dieses Pokémon anlegen. Also im Prinzip die gleiche Fähigkeit, nur mit verschiedenen Typen. Psycho und Unlicht. Und wahrscheinlich bei Zapdos ist es dann Kampf, glaube ich, ne? Ja, nice. Sehr schöne Karten. Wir legen die einfach mal hier hin, um die Puls darunter zu sammeln, um zu vergleichen, welche Box besser gegönnt hat. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher Team Arctos oder Team Lavados seid. Also Team Lavados oder Team Arctos. Ich lege die Booster hinter die jeweiligen Pokémon. Und dann geht's los. Das heißt, wir haben heute 8 Booster. Wir starten rein mit Lavados mit dem ersten Booster Zenith der Könige und hofft natürlich auf dicke Puls. Bin gespannt, welche Box besser gönnt, aber generell bin ich natürlich ein Fan davon, wenn überhaupt eine gönnt, ne? Weil wer nichts gönnt, ist natürlich schade. Code gebe ich natürlich nachher auch noch einen raus oder zwei, mal gucken. 4 Karten nach vorne, genau, ich muss kurz überlegen, der Kartentrick bei Karmesin Purpur ist ja nur einer, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt aktuell. Wir haben die Psychoenergie, den Energieumschalter, Rockaiman, Lunastein, dann haben wir einen Algit, Wolli, Iguana, Pampam, den Tausch, Luxio als Reverse und ein Wailord als Regular Rare. Somit geht Lavados im ersten Booster leer aus, aber mal schauen, was Arctos so auf die Beine stellt. Einmal der Code für euch. Viel Spaß mit einem TCG Online Booster Pack von der Arctos Tin. Bin gespannt, ob ihr das gut sieht. Wenn ja, gerne in die Kommentare schreiben. Kartentrick habe ich gemacht. Wir gehen rein mit einer Faustar Energie. Dann das gute Shaymin, Schmetterhammer, Venufliebes, Shinux. Oh. Shinux. Pampam, Schnäppke, Gladiantri, Tangela, Zarude als Reverse Holo und die Rare ist ein Duraludon V-Max. Nice, das Drachen-Pokémon-Hochhaus mit Wolkenkratzer und Gigapulverisierung ist jetzt auch in der Sammlung. Fehlt nämlich noch. Aus dem Hauptset fehlen tatsächlich noch richtig viele Karten, also und natürlich auch aus der Galar-Galerie, aber gefühlt ist das Hauptset echt noch ziemlich leer. So, weiter geht's mit dem nächsten Booster für Team Lavados. Die Lichtverhältnisse haben sich etwas geändert, weil eine Katze kurz hier war und ich ein bisschen was umgebaut habe. Ich denke, das ist ein bisschen schöner für die Ansicht für euch. Mal schauen. Genau, wir geben den Code nicht raus. Wir geben vielleicht den nächsten raus, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich mache Energy Gas Wasser. Es ist Stahl, okay. Dann haben wir die Rettungsbox. Girafarig, Britzigel, Sichlor. Die Frage ist natürlich, kann jetzt Team Lavados nachziehen oder bleibt Arctos in Führung? Oh wei. Auf dem Rio-Slot ist ein Schnäppke über diesen Slot. Also auf diesem Slot hätten wir eigentlich halt die Galar-Galerie-Karten. Deswegen schade, dass sie eine Rio-Karte ist. Und dahinter ist ein mächtiges Glurak V. Nice. Wahrscheinlich ist die Karte gar nicht so wenig wert, weil es ein Glurak ist einfach nur. Das weiß ich aber nicht genau. Tatsächlich fehlt mir sie aber auch noch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Daher auf jeden Fall ein großer Schritt Richtung Master-Set. Dann kommen wir jetzt auch zum zweiten Booster in der Arctos-Tin. Bin gespannt, was sich hier verbirgt. Habt ihr von den Tins schon welche geöffnet? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wie fandet ihr sie bis jetzt? Ich muss sagen, die Promos und die Optik der Tins allein hat mir schon gereicht, um
quasi genug Kaufgrund zu sein, diese Tins zu kaufen. Feuer. Es ist Unlicht, okay. Dann haben wir einmal die Freunde aus Sino. Wunderschönes Artwork mit Barry, Volkner, den beiden Hauptcharakteren und Cynthia. Duflor, der Superball, die Energiesuche, Mabula, Argit, Wolli, Iguana, oh, Hisui Atmurai V Galar Galerie, das ist eine starke Karte. Sehr, sehr schöner Hit, tolle Karte, tolles Artwork. Hier ist viel los, also hier ist eigentlich nicht viel los, eigentlich ist es sehr entspannt. Hisui Atmurai, Schild am See und dann hat man diese herbstliche Optik, wunderbare Karte. Sehr schön, starker Hit. Und dahinter ist noch ein Zwolok. Ich glaube, die Karte habe ich noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Denn auch die Rare-Karten sind gar nicht so einfach zu bekommen, weil es so viele verschiedene Rare-Karten gibt. Also Rare-Karten auf dem Rare-Slot. So. Hier nochmal ein Code für euch. Viel Spaß damit. Hier Karten nach vorne und ich sage, es ist eine Elektroenergie. Oh, es ist eine Elektroenergie. Nice. Richtig geschätzt. Nirgendwo Sauger. Luxio. Buddelbrüder. Janma. Gladiantri. Dann haben wir einen Zipurze. Plaudergei. Galapantimos. Ditto als Reverse. Oh, das ist auch eine Rare. Nice. Die habe ich noch nicht gesehen, die Karte. Fehlt mir auch noch als Rare. Wahrscheinlich ist es ein Holo eigentlich, ne? Richtig cool. Plötzliche Transformation. Und ein Galar Mautzinger. Gut, nächster Booster für die wunderbare Box von Arctos, die bis jetzt wirklich komplett rasiert. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt oder ob Lavados überhaupt noch irgendwas macht. Aber ein Glurak ist natürlich auch nicht so schlecht als Pull. Wir haben schon eine Wasserenergie. Es ist Pflanze. So, Venus Liebes, nirgendwo Sauger, Stolrak, Galapantimos, ein Sonnenkern, Smogon, wie dieser mampften Baum, Molunk, Energie, und zwar eine Stahlenergie als Reverse, das ist gar nicht so schlecht, und ein Tangulos. Somit hatten wir jetzt auch den ersten Booster, der bei der Arctos-Box nicht so krass gönnt. Deswegen machen wir jetzt den letzten Booster von Arctos auf, damit wir noch bis zum Ende die Spannung haben, ob die Box von Lavados noch gönnen kann, also noch überholen kann. So, den letzten Code kriege ich gleich auch nochmal. Also behaltet euch bereit. Feuer. Ah, schon wieder Elektro. Dann haben wir Sonfell. Nirgendwo Sauger. Luxio. Jurob. Die Purze. Also ich meine, diese ganzen Common-Karten, also die Dachshunden finde ich mega süß, das ist auf das Rad. Sieht man natürlich viel zu oft. Starra Lily. Jetzt kommt der Slot, den alle sehen wollen. Strahlendes Akub. Das ist noch ein Hit. Nice. Ich finde es so cool, wie das eine schillernde Akub auf dem Artwork ist. Mega nice. Oh, und eine Feuerenergie. Der Unterschied hier ist, wir hatten gerade die die Stahlenergie. Die war nur Reverse, die Feuerenergie ist zum einen strukturiert und zum anderen hat die auch, ihr seht das vielleicht, wenn ich sie ein bisschen drehe, die Flammen sieht man da so rauskommen. Also die hat so kleine Flammenornamente auf der Karte. Ist eine andere Karte, hat auch eine Nummer für Set, also gehört quasi zum Set, muss man also ziehen. Bei den Reverse-Karten ist keine Set-Nummer drauf, die packe ich aber trotzdem zu den Reverse-Karten dazu. Ja, das war ein starker Booster, also überhaupt auch eine starke Box. Jetzt muss aber in der Box was passieren, damit hier Lavados noch nachziehen kann. Also irgendwie, jetzt muss es richtig wild werden. Ansonsten hat Arctos auf jeden Fall gewonnen, würde ich sagen. Der letzte Code nochmal für euch, den könnt ihr von mir auch einscannen. Ich halte den QR-Code nicht zu. Das mache ich ja manchmal, damit nicht jeder, der nur scannt, hinkriegt. Wasserenergie. Ah, Kampf. Okay. So, wir gehen rein mit dem Schmetterhammer. Oh, Hyperball. Aplalek. Kikugi. Owai. Wuffles. Asphelu ist auch süß, wie es auf der Tastatur rumchillt und wahrscheinlich den Menschen, der davor sitzt, gerade ärgert, so wie es Katzen halt tun. Oh, verdammt, ich habe schon den Weaver-Slot gespoilert, das ist ein Zipurze und ein Kapufala an Holo. Oh Gott. Also realistisch gesehen war die Box von Lavados echt schlecht. Eine V-Karte und eine Holo. Es ist okay, aber es ist ein Sonderset, das darf man halt nicht vergessen, deswegen ist es nur okay. Im Vergleich dazu war die andere Tin-Box von Arctos echt richtig gut. Ich denke mal, ihr könnt abstimmen über 5 Karten. Die Holo lege ich mal raus. Für den Hit des Tages. Da hatten wir auf jeden Fall. Strahlendes Akub. Die Feuerenergie in, ich nenne es mal Full Art, weil sie geriftet ist. Die Sui Atmurai aus der Galar-Galerie als V-Karte. Duraludon V-Max aus dem Hauptset. Und Glurak V aus dem Hauptset. Schreibt mir mal in die Kommentare, was davon eure Nummer 1 Hit-Karte war. Ich bin hier bei Hisui Atmurai, denke ich ja. Karte sehr schön. Leider mega off-center, aber sehr, sehr schön. Bin gespannt, was ihr sagt. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, gerne konstruktive Kritik in die Kommentare schreiben. Aber sonst könnt ihr euch gerne einen schönen Kommentar da lassen. Freue ich mich immer, was zu lesen von euch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder Stream wieder. In dem Sinne, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel. Ciao, ciao.